Die Demokratische Republik Kongo hat mit Ebola-Impfungen begonnen. Da warnt die Weltgesundheitsorganisation vor einer epidemiologischen Krise. Die WHO hat bereits über 7500 Impfstoffdosen in den Kongo geschickt, 540 davon für die Region, in der die 4 Ebola-Fälle bestätigt wurden. Ich habe schon gesagt, dass wir epidemiologisch auf Messerschneide stehen. Erst die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich dieser Ausbruch über andere Gebiete ausbreiten wird oder ob wir ihn unter Kontrolle halten können. Einige Patienten verweigern sich den Impfungen. Fluch, Zauberei und Aberglaube sind tief verwurzelt. Es gibt Patienten, die sich nicht in Krankenhäusern behandeln lassen. 2 von 3 Ebola-Patienten, die aus der Quarantäne geflohen sind, sind bereits gestorben. Der 3. Patient wurde gefunden und steht unter ärztlicher Beobachtung.